In Zusammenarbeit mit dem Nikodemus und der Stadtgemeinde Purkersdorf wird heuer zum 19. Mal der Purkersdorfer Kultursommer veranstaltet. Bei einem Pressegespräch wurde nun das Programm präsentiert. Ein fixer Bestandteil des Purkersdorfer Kultursommers ist jedes Jahr das Open-Air-Konzert am Hauptplatz. Bürgermeister Stefan Steinbichler präsentierte auch heuer wieder zwei Highlights. Nach Auftritten von Stars wie Bonnie Tyler, Eric Burdon, Manfred Mann, Jimmy Cliff und Susi Quattro konnte für die heurige Saison erneut ein international bekannter Name gewonnen werden, nämlich Paul Young. Es macht uns wirklich stolz, dass wir das wieder geschafft haben, dass die Gemeindemitarbeiter das alles geschafft haben, die im Hintergrund die Verträge alle, die laufen. Der Niki Neuenteufel, der sein komplettes Herzblut da hineinsteckt und uns hilft, dass wir das Ganze veranstalten können. Es macht uns wirklich stolz. Also wir sind sehr froh, dass der Organisator Niki Neuenteufel heuer wieder ein Programm zusammengestellt hat, das sowohl lokale Künstler als auch internationale Stars verbindet. Wir haben im Xaver Nala einen Act im ersten Event, der direkt aus unserer Musikschule kommt und die junge Sängerin Noir begleitet. Und der Burgersdorfer Chor Local Vocals unter der Leitung von Uschi Hollauf wird auch im Hauptprogramm dann gemeinsam mit der Band von Falco spielen. Also da sind wir sehr stolz als Burgersdorfer Gemeinde, dass wir das auch dabei haben können. Es wird schon fast immer schwieriger, jedes Jahr noch zu toppen. Es ist Ihnen doch gelungen, Paul Young kommt. Einziges Konzert in Österreich. Wie haben Sie das geschafft? Ich habe das große Glück, dass sich in den letzten Jahren immer mehr Verbindungen aufgetan haben. Und wenn man mir 2005 gesagt hätte, dass eine Kim Wilde, eine Bonnie Tyler, Kool & The Gang jemals nach Burgersdorf kommen werden, hätte ich gesagt, ja, das sind vollkommen unrealistisch. Wunschträume, alles ist passiert. Wir haben jedes Jahr einen kleinen Schritt genommen und jedes Jahr wurde eine neue Verbindung, eine neue Tür aufgemacht und dass wir jetzt so einen ganz großen Weltstar präsentieren können, der sogar bei Live Aid dabei war, ist für mich eine Dimension, von der ich selbst vor 2 Jahren noch nicht zu träumen gewagt hätte. Aber jetzt ist es soweit. Die ERGO unterstützt das Open Air in Burgersdorf schon seit 2013. Wieso? Ja, wir haben seit 2013 eine wirklich sehr gute Kooperation und wir sind als Versicherung seit über 100 Jahren in Österreich und die Unterstützung von lokalen Kulturevents ist uns ein großes Anliegen aus unserer gesellschaftlichen Verpflichtung heraus. Und besonders freut mich, dass wir mit Burgersdorf einen Partner und mit dem Nikodemus gefunden haben, mit dem wir wirklich tolle Events auch für die lokale Bevölkerung gemeinsam präsentieren können, die aber auch bis ganz Österreich ausstrahlen. Wir sponsern deshalb, weil wir finden, dass das eine geniale Idee ist und weil das für Burgersdorf wirklich eine super Werbung ist. Und wir sind selber aus Breisbaum, also wir kennen die Region gut, wir haben unser Büro im Auhof Center. Und es ist einfach eine tolle Werbung für Burgersdorf und das gehört unterstützt. Unsere Unterstützung erfolgt durch tatkräftige Unterstützung in Form von Zuschüssen und durch Werbung. Werden Sie selbst im Konzert auch vorbeischauen? Selbstverständlich, Falco hat mich schon angelacht. Der Bezug zu Falco ergibt sich dadurch, dass der Falco hier im Nikodemus viele, viele Jahre Stammgast war. Ich habe auch die Ehre gehabt, ihn in Burgersdorf veranstalten zu dürfen und freue mich wahnsinnig, dass wir gemeinsam mit dem Thomas Rabitsch, der Falcos Bandleader war, jetzt dieses gemeinsame Projekt, wir sagen, hier am Burgersdorfer Hauptplatz machen werden, um an den größten österreichischen Popkünstler aller Zeiten zu erinnern. Und die Leute, die hier mit im Boot sind, mit denen hätte Hans eine große Freude gehabt. Und auch, dass seine Originalmusiker wieder gemeinsam auftreten.